Und wir fangen an mit den 30 mm Feuertöpfen. Feuerfrei. Das ist ja mal schön. So, jetzt wieder. So, das waren die 30 mm Feuertöpfe. Beton liegt auf 30 mm, ist ein recht kleines Kaliber. Wir kommen jetzt zu den 30 mm Kometen. All diese Effekte schießen wir immer im Fünferfächer. Feuerfrei. So, das waren die 30 mm Kometen. Entschuldigung. Wir machen weiter mit einer Kombination aus Komet mit Feuertopf, auch in Kaliber 30 mm. So, das war jetzt natürlich nur ein Auszug aus diesen Effektgruppen. Da gibt es natürlich noch viele weitere Effekte. Und jetzt haben wir die 30 mm hinter uns gelassen und steigern uns um ein Kaliber. Wir machen jetzt weiter mit den Feuertöpfen in Kaliber 45 mm. Der ist schön. So, das waren jetzt die 45 mm Feuertöpfe. Jetzt gehen wir mal von den Feuertöpfen und Kometen weg und gehen zu den 45 mm Polypbomben. Betonung liegt auf 45 mm. So, das waren die 45 mm Polypbomben. Auch hier gibt es natürlich noch viele weitere Effekte. Jetzt machen wir weiter mit den 65 mm Corona-Bomben. Corona-Bombe ist ein Name, den Wakaluzu vergeben hat. Es ist im Prinzip ein kreisförmiger Polypbombe. Hier haben wir normale mit nur einem Effekt und dann auch 65 mm Bomben Corona mit Doppeleffekt. So, jetzt verlassen wir auch Kaliber 65 und gehen zu Kaliber 100. Auch hier gibt es diese Corona-Bomben
Da haben wir jetzt zwei verschiedene Sorten dabei, feuerfrei. Das waren die beiden 100 mm Corona-Bomben. Jetzt kommen wir zu den italienischen Spezialitäten, welche wir auch in einem kleinen Kaliber haben, nicht wie man es nur kennt, den großen 150 mm Kaliber, und zwar Mehrschlagbomben. Wir haben jetzt drei verschiedene Bomben dabei mit jeweils 8 Schläge Polypen, auch in 100 mm. So, das waren die 8 Schlagbomben und jetzt haben wir das Ganze noch als Stuttatas, also 8 Schläge auf einmal, auch wieder 3 Varianten. So, das war jetzt das reine Vorschießen, wo wir euch jeden Effekt einzeln gezeigt haben. Und natürlich wollen wir uns aber so nicht verabschieden, sondern mit einem kleinen, knackigen, kurzen Finale. Feuerfrei. So, das war's von uns. Wir bedanken uns recht herzlich und wünschen noch einen schönen Abend. Danke. Beeindruckend.